Ja, herzlich willkommen beim Haie Club Salzburg. Heute freuen wir uns sehr, Professor Jörg Guido Hülsmann begrüßen zu dürfen. Professor Hülsmann ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität von Angers in Frankreich. Zudem ist er Senior Fellow am Ludwig von Mises Institut in Auburn, Alabama. Und er ist Mitglied des Beirats des Liberalen Instituts in Zürich sowie Mitglied der Redaktionsebene der Zeitschrift Eigentümlich Frei, die den meisten Gästen des Haie Club Salzburg wahrscheinlich bekannt ist. Und zudem ist er Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Das Thema des heutigen Abends bezieht sich auf ein Buch von Professor Hülsmann, und zwar auf Ordnung und Anarchie, erschienen bei Lichtschlag. Diese Theorie der Anarchie ist ja sozusagen die radikalste innerhalb der österreichischen Schule, sogar innerhalb der österreichischen Schule teilweise umstritten. Es wird sozusagen die heilige Kuh geschlachtet, das stärkste Dogma, und zwar das Dogma des Staates, wird sozusagen in Frage gestellt oder hinterfragt, wie stark braucht man das eigentlich oder auch nicht. Herr Professor Hülsmann, herzlich willkommen beim Haie Club Salzburg. Wir freuen uns auf Ihre Worte. Herzlichen Dank, Herr Dr. Pichler. Sehr geehrte Herren, guten Abend. Es ist mir eine Freude, zu Ihnen heute sprechen zu dürfen. Leider kann ich nicht bei Ihnen in Salzburg sein. Ich bin sehr gerne in Österreich natürlich. Nicht nur die Heimat der österreichischen Schule, sondern auch ein sehr schönes Land mit wundervollen Leuten. Am 5. März hatten wir eigentlich den Vortrag geplant. Da konnte ich nicht hin, weil wir an der Universität Angers eine Veranstaltung hatten, die ich nicht verschieben konnte. Und wäre jetzt da letzten Endes möglich gewesen, noch zu kommen. Aber die politische Großwetterlage war ja ein bisschen unordentlich, nicht? Deshalb haben wir das auf Nummer sicher gemacht, haben wir diesen Internetvortrag gemacht. Also das Buch, von dem so eben die Rede war, ist also Ordnung und Anarchie, nicht? Das ist dieses Buch. Das ist 2007 erschienen. Ich habe mir diese Umschlaggestaltung nicht ausgedacht. Ich habe mir nicht den Titel ausgedacht. Eben war ein Freund noch bei mir, der hat mich gefragt. Dann habe ich gesagt, ich muss gleich einen Vortrag halten über Ordnung und Anarchie. Und dann sagt er, ja, und wie steht das bei dir? Bist du bei der Ordnung oder eher bei der Anarchie? Dann sage ich, ja, ich bin ein Mann der Ordnung. Also ich liebe die Ordnung. Und ein Grund, aus dem ich die Staatskritik für wichtig und berechtigt halte, ist eben, weil der Staat das eigentliche Element ist, der die Unordnung reinbringt. Also der Staat ist eigentlich derjenige, der die Ordnung stört. Und das liegt insbesondere an der Konzeption, die wir uns in der neueren Zeit vom Staat machen, also sozusagen der moderne Staat, nicht? Das ist nämlich der Staat, der über dem Gesetz steht. Das ist eine völlig neue Konzeption. Ein israelischer Historiker, der heißt Martin von Krebel, das ist eigentlich Ministerhistoriker, der hat 1999 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel The Rise and the Fall of the State. Aufstieg und Untergang des Staates, indem er halt eben die Besonderheit des modernen Staates dargelegt hat. Nicht der Staat, der sozusagen aus der Aufklärung, aus der Renaissance herausgeht, und der Staat, der letzten Endes die Gesetze, das ist der Staat, der die Gesetze machen kann. Ja. Der moderne Staat, beziehungsweise seine Vertreter, unterstehen dem Gesetz nur in einem sehr bedingten Sinne, nämlich in dem Sinne, dass die Gesetze, die vom Staat definiert werden und erlassen werden, auch auf seine eigenen Vertreter und auf den Staat selber Anwendung finden. Das ist richtig. Insofern ist der Staat unterm Gesetz. Und deshalb sprechen wir auch heute auch vom Rechtsstaat. Aber natürlich steht der Staat über dem Gesetz in dem Sinne, dass er der eigentliche Grund, die eigentliche Quelle des Rechtes ist. Der Staat bzw. seine Vertreter nehmen es sich heraus, das zu definieren, aus freiem Befinden heraus, aus ihrer eigenen Willkür heraus, was das Gesetz eigentlich sein soll. Und das ist eben das Element, das die Anarchie einführt. Nicht? Das ist das Element, das die Unordnung reinführt. Das ist aber von vorher gesagt. Also ich bin nicht jemand, der gegen Regierung ist und gegen Führung, ganz im Gegenteil. Aber Führung in dem Sinn, dass
sie halt eben wettbewerblich sein muss. Nicht? Also jemand, der auch eine Regierung muss dem Gesetz unterstehen, eine Regierung, die ordentlich ist, nicht? Die muss eben Teil der gesellschaftlichen Ordnung sein, Teil des Kosmos, von dem auch Hayek gesprochen hat. Und nicht die gesellschaftliche Ordnung in eine Taxis, in eine geschaffene Ordnung umwandeln. Jetzt aber doch vielleicht noch einige Bemerkungen zu dem Buch. Daran anknüpfen wollte ich zwei Punkte vielleicht eingehender besprechen. In dem Buch gibt es vier große Themen. Also das Buch hat 11 Essays, also 21 Kapitel davon, 11 Essays, das sind die ersten 11 Kapitel. Und danach folgen 10 kleine Kapitel, das sind eigentlich 10 Presseartikel, die ich in den Jahren vor 2007 veröffentlicht hatte, und denen es um Themen geht wie Schwarzarbeit, Reform des Gesundheitssystems, des Rentensystems, Tarifautonomie und so weiter. In den Essays gibt es 4 große Themen. Naturrecht, die Bedeutung des Naturrechts für die gesellschaftliche Freiheit, die Rolle der katholischen Kirche für die, des christlichen Glaubens für die gesellschaftliche Freiheit, die Staatskritik, also Kritik an den traditionellen Staatsaufgaben des Sicherheitsstaates, nicht Staat als Sicherheitsproduzent, natürlich Kritik am Wohlfahrtsstaat, insbesondere was die Familienpolitik betrifft, aber auch was Armenhilfe anbelangt, und auch Staatskritik im Sinne einer des Aufzeigens der Tendenz zu einer Selbstparalyse der Demokratie. Also das, was wir beobachten in den letzten 20 Jahren, insbesondere, ich muss sagen, in Österreich habe ich es weniger genau und eingehend verfolgt als in Deutschland. Aber in Deutschland ist die Tendenz ganz, ganz klar. Man kann sie wahrscheinlich schon in der Kultschen Zeit, zumindest in der Endphase der Kultschen Zeit, ausmachen. Es ist halt tatsächlich diese Tendenz zur Blockade. Also eben der demokratische Staat neigt dazu, sich selber zu blockieren, sich selber zu lähmen. Und das ist kein Zufall, sondern ist eine Gesetzmäßigkeit, eine ökonomische Gesetzmäßigkeit, die eben innewohnt. Also zumindest das denke ich in einem der Kapitel halt eben da. Und das vierte große Thema betrifft die Geistesgeschichte der Freiheit. Also heutige Liberale und auch ihre Vorläufer. Und in meinem Buch bespreche ich insbesondere die Manchester Schule, Ludwig von Mises und die österreichische Schule im Allgemeinen und dann im insbesondere im Vergleich zur Chicago-Schule. Ich denke, dass, also im Rückblick, jetzt gesehen, 15 Jahre später, ist eigentlich ein guter Moment, innezuhalten und sich zu fragen, na was, wie steht man selber zu diesen Themen? Ich glaube nicht, dass das Buch jetzt menschenbewegende Auswirkungen gehabt hat. Es gab keine intellektuelle Bewegung, keine politische Bewegung, die sich an Ordnung und Anarchie angeknüpft hat. Aber es ist dann als Autor und als Person kann man sich dann schon eben fragen, was war wichtig und welchen Stellenwert hat dieses Werk. Ich denke, die überraschendsten, am meisten störendsten Kapitel in dem Buch betrafen das Naturrecht und die Rolle der Kirche. Naturrecht und Kirche sind eigentlich traditionell konservative Themen. Das sind keine typischerweise liberalen Themen, nicht? Aber hier müssen wir uns natürlich in Erinnerung rufen, dass auch Konservative natürlich das Naturrecht als Mittel zur kollektiven Freiheit ansehen, nicht? Das Naturrecht ist letztendlich ein Mittel, das dazu dient, die kollektive Freiheit sicherzustellen. Und dieser Gedanke ist, den finden Sie bei Thomas von Aquin, nicht ganz eindeutig, aber auch zum Beispiel über Karl Ludwig Haller, also im 19. Jahrhundert großer konservativer Denker, und Joseph de Maistre, also in Frankreich auch jemand, der dem konservativen Lager zugerechnet wird. Denn was könnte man fragen, was gibt es denn überhaupt zu konservieren, wenn wir jetzt in die Schuhe dieser Leute hineinversetzen? Was wollen sie denn überhaupt konservieren? Letzten Endes, was sie konservieren wollen, ist die ursprüngliche Freiheit. Nicht? Sie haben also ein anderes Verständnis, eher ein biblisches Verständnis der menschlichen Entwicklung, dass eigentlich die Sachen immer nur den Berg runtergehen, dass die Sache, dass es keine eigentliche Verbesserung gibt. Wir haben sozusagen das Beste schon in der Vergangenheit erlebt. Der Heiland war schon auf der Erde, nicht? Und von da aus stirbt die Flamme so langsam aus und die Sachen verschlechtern sich eigentlich.
nach und nach. Nicht? Also es gibt langfristig, rein menschlich gesprochen, gibt es aus christlicher Hinsicht, gibt es nicht viel Grund zur Hoffnung. Nicht? Wenn man dann auf die Apokalypse guckt, dann ist es ja auch so, dass die Menschen sich eben nicht aus eigener Kraft retten, sondern die werden von der Engelschar letzten Endes gerettet, also diejenigen, die noch irgendwie dem christlichen Glauben treu geblieben sind. Also was es zu konservieren gibt, ist aus konservativer Sicht eben die ursprüngliche Freiheit samt ihren Grundlagen, wie zum Beispiel Eigentum und Recht und solche Sachen, nicht? Also es ist nicht überraschend, dass wir diesen Gedanken bei konservativen Denkern finden, aber der Gedanke verdient eben auch Beachtung aus liberaler Sicht. Nicht? Naturrecht ist in der Tat ein wichtiges Mittel zum Erhalt und zur Pflege der Freiheit. Zweitens möchte ich ja noch bemerken, dass natürlich der klassische Liberalismus der christlichen Gedankenwelt entspringt. Dieser klassische Liberalismus ist eine Frucht des Christentums. Es war das Christentum, das eigentlich politisch das Individuum in das Zentrum seiner Gedankenwelt gestellt hat. Der amerikanische Philosoph Sydenhoff hat vor ein paar Jahren ein Buch mit dem entsprechenden Titel veröffentlicht, Inventing the Individual. Ja, die Erfindung des Individuums erfolgte Sydenhoff zufolge im christlichen Mittelalter. Vorher spielte das Individuum als relevante Einheit im politischen Denken überhaupt keine Rolle und auch im sozialen Denken keine Rolle. Also in der Art und Weise, wenn Leute über Gesellschaft nachgedacht haben, über was es zu tun gäbe. Im Christentum, also das Ziel der christlichen Missionierung ist nun mal die Bekehrung der individuellen Seele. Das ist eben nicht die Konformität des großen Ganzens zur gottgewollten Ordnung, nicht? Sondern die Interpretation ist umgekehrt. Dann, wenn sich die individuellen Seelen bekehren, wird mit jeder Bekehrung erfolgt ein Schritt zur gewünschten Gottesordnung, nicht? Also die Gottesordnung wird nicht den Einzelnen aufgedrückt und aufgezwängt, sondern soll von innen heraus erfolgen. Und dieser Gedanke ist natürlich auch bei einigen klassischen Liberalen des 19. Jahrhunderts von großer Bedeutung, beziehungsweise als zentrale Stellung. Ich möchte insbesondere erwähnen Benjamin Constant, also der Schweizer Philosoph, Alexis de Tocqueville und Lord Acton. Nicht? Und diese drei Denker sind insbesondere besprochen worden in einer Doktorarbeit, die mir sehr lieb ist, nämlich die Doktorarbeit des von mir sehr geschätzten Ralf Reiko. Das ist der Autor eines Buches, das Sie vielleicht kennen, ein Buch mit dem Titel Die Partei der Freiheit. Ist auch 1999 erschienen, im Lucius Verlag in Stuttgart, der es halt eben um die Geschichte des deutschen Liberalismus geht. Und Reiko, gut, das Buch, als er es veröffentlichte, war halt eben auch schon 65 Jahre. Und, 63 Jahre. Und seine Doktorarbeit hat er aber zum christlichen Liberalismus verfasst, indem er eben Constant, Tocqueville und Lord Acton schrieb. Also im Folgenden, ich möchte ja nicht zu viel von, nicht zu lange sprechen, aber ganz kurz vielleicht ein paar Gedanken zu zwei Fragen. Mein Weg zum Naturrecht, also wie komme ich zu diesen Auffassungen? Mein Weg zum Naturrecht, mein Weg zum christlichen Glauben, zur katholischen Kirche. Also vielleicht eine Bemerkung zur Vorgeschichte. Naturrecht, das ist mir also nicht in die Wege gelegt worden. Ich selber habe mein Studium an der TU Berlin verzogen. Ich war auch an der Business School in Frankreich. Aber an der FU Berlin habe ich auch Philosophie studiert. Insbesondere Kant, Marx, Heidegger, Descartes, Brentano und verschiedene andere österreichische Ökonomen.
Aber in diesen ganzen Jahren, in denen ich dort halt eben studiert, das war in den 90er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, habe ich von Naturrecht in keiner Veranstaltung irgendwas gehört. Natürlich, das Wort hatte ich schon gehört, Naturrecht, aber in den Vorlesungen und in den Seminaren Philosophie kam ich damit überhaupt nicht in Berührung. Und dann auch in meiner eigentlichen Tätigkeit, die mich dann natürlich vor allen Dingen in den Bann gezogen hat, die volkswirtschaftliche Forschung, die ja ganz im Wesentlichen auf Ludwig von Mises aufbaut und auf der österreichischen Schule, also auch Hayek und Rothbard und andere Denker, kam ich außer durch Rothbard mit dem Naturrecht nie in Berührung. Also bei Mises wird halt eben der Utilitarismus in den Vordergrund gestellt, eben nicht das Naturrecht. Naturrecht, das ist für Mises, das, damit kann er nichts anfangen. Nicht? Das ist eigentlich nur Konvention und das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Aber jetzt habe ich gerade den Namen Rothbard erwähnt. Also Rothbard ist einfach nicht der Erste, der mich zum Naturrecht gebracht hat. Und zwar die Lektüre seines Buches Die Ethik der Freiheit. Das habe ich dann auf Englisch gelesen, so Mitte der 90er Jahre. Und ich war so tief beeindruckt, dass ich das Buch gleich übersetzt habe. Und es ist dann auch, also 1996 habe ich das übersetzt. Und ist dann auch 1998 oder 99 im St. Augustin Verlag, erschienen in einer Reihe, die herausgegeben wurde vom Liberalen Institut. Meine Auseinandersetzung mit Naturrecht fand dann noch eine weitere Intensivierung in einem postdoktoralen Studium mit Barry Smith, Professor Barry Smith an der Universität von Buffalo in den USA. In dessen Denken das Naturrecht, wie auch im mittelalterlichen Denken, ist ein Teil der allgemeinen Ontologie ist. Barry Smith hat ein großes Ontologieprogramm an der Universität Buffalo mit zahlreichen Anwendungen zu verschiedenen modernen Fragen, also insbesondere die medizinische Ontologie und Verkehrsontologie und wer weiß was, also ganz, ganz viele verschiedene Fragen. In diesem Zusammenhang ist mir auch klar geworden, dass man zwei Fragen streng auseinanderhalten muss, nämlich dass die eine Frage, die betrifft das Wesen des Rechts. Was ist eigentlich Recht? Und hier kommt da eben das Naturrecht ins Spiel, indem das Naturrecht, nur die Theorie des Naturrechts uns vor Augen führt, dass das, was Recht und Unrecht ist, sich halt eben letzten Endes anhand von objektiven Umständen, objektiven Sachlage bestimmen lässt. Nicht? Und genau diese Auffassung wird auch immer unterstellt, wenn man sich im Gerichtssaal trifft oder wenn man Verhandlungen führt, alle Beteiligten immer unterstellen, dass es halt möglich ist, anhand von objektiven Sachlagen, auch Interessenlagen, sich darauf zu einigen, was recht und angemessen ist. Es gibt andere Analogien, nicht? Es gibt zum Beispiel den Wert, den wirtschaftlichen Wert, nicht? Auch der lässt sich halt anhand von objektiven Sachlagen halt bestimmen. Das Gleiche würde ich auch in Anspruch nehmen für Fragen der Schönheit und Fragen der Wahrheit im Allgemeinen, nicht? Fragen der Schönheit und der Wahrheit lassen sich auch anhand objektiver Umstände bestimmen. Die Schwierigkeit ist immer zu bestimmen, was genau das Naturrecht in einem konkreten Fall sagt, genau wie es schwierig ist, in einem konkreten Fall zu sagen, was ist jetzt eigentlich wahr und was ist schön. Das ist halt eben schwierig. Und genau deshalb gibt es halt auch Wissenschaften, nicht? Gibt es Wissenschaften und Künste, weil diese Fragen halt eben nicht einfach sind. Aber das betrifft nicht die Frage des Wesens des Rechts. Also Naturrecht sagt einfach nur, was Recht ist und nicht, das denken wir uns nicht einfach aus, das legen wir nicht einfach willkürlich fest, sondern es lässt sich anhand von objektiven Umständen festmachen. Okay, dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Die Bedeutung des Naturrechts wird auch dann klar, und das ist auch ein Punkt, der sich bei Rothbard findet, nicht in seinem Buch Ethik der Freiheit, weil man mit der rein ökonomischen Theorie bei bestimmten Fragen einfach nicht weiterkommt. Nicht? Die Ökonomen haben natürlich im 20. Jahrhundert immer wieder versucht, ökonomische Antworten auf Gerechtigkeitsfragen zu geben.
Also Fragen, die also traditionell mit Theoriebausteinen der politischen Philosophie oder auch der Rechtswissenschaften beantwortet worden sind. Was ist gerecht? Wem gehört eigentlich was? Wer hat Anspruch auf was? Das ist die berühmte Definition der Gerechtigkeit. Ja, suum cuique, jedem soll das zukommen, was ihm zusteht. Was steht einem jetzt aber zu? Ja, das muss man halt im Einzelfall aussortieren. So, die Ökonomen haben den waghalsigen Versuch unternommen, darauf ökonomische Antworten zu geben. Nicht? Ohne jetzt ins Detail einzugehen, da kann ich hinter genaueres dazu sagen, falls es Sie interessiert. Ein Beispiel wäre die Theorie des allgemeinen Gleichgewichts. Nicht? Das Ökonomen gesagt haben, wenn wir das allgemeine Gleichgewicht erreichen, dann ist das ja ein Zustand des gesellschaftlichen Optimums. Und das ist dann sozusagen die Messlatte, an dem sich unser Handeln auch rechtliche Auseinandersetzungen orientieren soll. Ein anderer Gedankenelement war die Theorie der sozialen Nutzenfunktion oder auch die Theorie der sozialen Kosten. Ja, das waren auch durchaus liberale Ökonomen, die diese Theorien in den Vordergrund gestellt haben. Aber die Grundprobleme dieses ökonomischen Denkansatzes sind insbesondere aus Sicht der österreichischen Schule unleugbar. Nicht? Also insbesondere haben die Österreicher seit Mises und Franz Jewell und dann auch Hayek auch auf diesen Punkt großen Wert gelegt, immer wieder hervorgehoben, dass Werte, wirtschaftliche Werte, nicht messbar sind. Nicht? Der Wert hat keine ausgedehnte Dimension. Der Wert ist etwas, was eben nicht ausgedehnt ist. Im Denken von Mises insbesondere ist der Wert eigentlich, streng genommen, ist eine Relation, ist ein Verhältnis, nicht? Zwischen verschiedenen Gütern in ihrem Verhältnis zu einem Entscheidungsträger. Nicht? Also sozusagen so ein dreiseitiges Verhältnis zwischen einem Akteur, zwischen einem Agenten, einem Handelnden und mindestens zwei Handlungsalternativen. Nicht? Und dann ein anderes Grundproblem, also Werte sind nicht messbar, das ist das eine Grundproblem. Das andere Problem ist eben, dass es ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Wert und Eigentum gibt. Nicht? Werte können nur dann definiert werden, wenn Eigentumsrechte klar definiert sind. Man muss zuerst wissen, wem was gehört. Und anschließend kann man die Frage beantworten, was ist etwas wert für wen? Was ist ein Gut wert im Vergleich zu irgendeinem anderen Gut für diese und jene Person, die halt eben der Eigentümer ist? Das ist sehr abstrakt, aber das ist wirklich ein fundamentaler Punkt. Man kann nicht sinnvoll über Werte sprechen, also Werte im Sinne der wirtschaftlichen Werttheorie, ohne dass vorgängig, also im Vorfeld bereits, die Eigentumsrechte geklärt sind. Denken Sie zum Beispiel an etwas viel. Der Markttausch ist natürlich ein Ausdruck der Werte der Handelnden, der Werte der Tauschenden. Nicht jeder tauscht das, gibt etwas hin, was er für weniger wichtig erachtet im Vergleich zu dem Gut, das er im Tausch erhält. Werte kommen hier zum Ausdruck, aber diese Werte sind natürlich auch ein Ausdruck der Eigentumsverhältnisse. Nicht? Ich tausche etwas, was mir gehört, im Gegenzug zu etwas, was mir noch nicht gehört, aber was ich halt eben gerne hätte. Nicht? Und diese Frage der Umkehrung des Abhängigkeitsverhältnisses, das wird insbesondere von Hans Hermann Hoppe diskutiert in seinem Buch Eigentum, Anarchie und Staat, das ist 1987 erschienen, beim Westdeutschen Verlag, aber auch im Kapitel 10 dieses Buches. Okay, und dann noch ein paar Bemerkungen über meinen Weg zur katholischen Kirche. Auch das ist mir nicht in die Wiege gelegt worden, genauso wenig wie das Eintreten für das Naturrecht. Nicht? Das ist nicht etwas, was schon aus meinem Elternhaus kam oder das mir durch das Studium nahegelegt worden ist. Das ist wirklich etwas, was mir zugefallen ist oder was ich mir erarbeitet habe. Vom persönlichen Hintergrund her komme ich eher aus einem agnostischen Elternhaus. Es gab natürlich ein kulturelles Christentum, nicht so die einschlägigen Feste wurden gefeiert und auch bestimmte Werte, die für das Christentum charakteristisch sind, wurden natürlich auch gelebt. Aber letzten Endes der Glaube war
nicht vorhanden, beziehungsweise und auch das kulturelle Christentum war sehr dünn verankert, nicht? Also Hedonismus und Utilitarismus standen eigentlich im Vordergrund. Und in der Frühzeit meiner Studien war ich eher ein Anhänger von Max Stirner, der in Mitte des 19. Jahrhunderts dieses berühmte Buch verfasst hat mit dem Titel Der Einzige und sein Eigentum. Nicht? Das ist so der Solipsismus, der stirnersche Solipsismus. Nicht? Da neigte ich eigentlich eher hin. Wodurch kam es also zur Bekehrung? Natürlich in erster Linie durch mein Vorhaben, mich zu vermählen. Nicht? Meine Frau war also Katholikin. Und dadurch war es notwendig für mich, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Aber dann insbesondere auch in einem intellektuellen Prozess, der aus meiner Liebe zur Freiheit und auch zur individuellen Freiheit wurzelte. Und hier kam ich halt eben gerade in den kritischen Jahren, so Mitte der 90er Jahre, in Berührung mit Ralf Reiko, den ich bereits erwähnte, dem Autor des Buches Die Partei der Freiheit, und der auch in diesem Buch die christlichen Wurzeln des freiheitlichen Abendlandes unterstrich. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass ich einen intellektuellen Weg zu Gott gefunden habe, der ein Weg, der eigentlich sehr typisch für einen Ökonomen ist. Da führte mich von der Theorie des Interventionismus, die insbesondere von Mises entwickelt worden ist, und dann auch von Rothbard, Hoppe und de Molinari und anderen, letzten Endes zu Gott. Also, das mag ich vielleicht eben ganz kurz zitieren in diesem Prozess. Was die Theorie des Interventionismus darlegt, ist, dass staatliche Eingriffe immer und überall letzten Endes zerstörerisch wirken. Sie neigen dazu, genau das Gegenteil von dem hervorzurufen, was mit ihnen eigentlich beabsichtigt wird. Nicht? Dann gibt es halt eben die Witze, wie man sagt. Das, wie gesagt, das sehen wir ja tagtäglich. Ich brauche jetzt hier wahrscheinlich nicht viele Beispiele zu nennen. Es gibt dann die Witze, die dazu sagen, man muss ja, wenn man dafür sorgen möchte, dass es in der Sahara kein Sand mehr gibt, dann muss man einfach nur dafür sorgen, dass der Staat sich verantwortlich fühlt für das Sandmanagement. Dann gibt es dann in 10 Jahren keinen Sand mehr. Aber wenn das jetzt so ist, wie gesagt, vielleicht werden Sie mit mir hier nicht auf einer Seite stehen und werden ja vielleicht Bedenken haben zu diesem Punkt, da können wir darüber sprechen. Aber das war auf jeden Fall mein Ausgangspunkt, nicht? Also ich sagte, der Interventionismus funktioniert nicht. Der Interventionismus bringt Unordnung, er zerstört, wirkt immer zerstörerisch. Aber dann stellt sich natürlich die große Frage, woraus entspringt dann der materielle Fortschritt, der unzweifelhaft stattgefunden hat in den letzten 500 und 1000 Jahren. Und da gibt es halt verschiedene Erklärungen dafür, die sich allerdings bei genauerem Hinsehen als nicht stichhaltig erweisen. Hier will ich insbesondere hervorheben die Theorie vom technischen Fortschritt, nicht? Also das ist ja natürlich sehr weit verbreitet, sozusagen, es gibt einfach technischen Fortschritt, der stattfindet, der ist einfach da. Und sozusagen ein Selbstläufer ist. Nicht? Produkte oder neue Technologien entstehen einfach, die kommen, die bedürfen keines gesellschaftlichen, rechtlichen, geistlichen Kontextes und so weiter. Das finden wir zum Beispiel in der Theorie, in der marxischen Theorie, nicht der Produktivkräfte. Nicht? Was Marx natürlich nicht beachtet hat, ist, dass die Entfaltung der Produktivkräfte, also eigentlich technischer Fortschritt, technische Entwicklung, Eigentumsordnung voraussetzt. Nicht? Technologie wird nicht einfach spontan produziert, also Apparate und neue Theorien fallen nicht aus dem Himmel auf die Erde, sondern sie werden also mühsam, kapitalaufwendig, zeitaufwendig produziert. Und diese Investition von Zeit und Kapital wird nur vollzogen, wenn es sowas wie sichere Eigentumsverhältnisse gibt. Eine andere Theorie, alternative Theorie, ist die Theorie von der Aufklärung. Nicht? Das ist also die europäische Aufklärung, den technischen Fortschritt und die
den materiellen Fortschritt herbeigeführt hat. Also die These, die von den Fürsprechern der Aufklärung halt vorgebracht wird, ist, dass mit der Aufklärung erstmals es ein Primat der Vernunft gibt, nicht über den dunklen Glauben, und daher erstmals auch Säkularismus praktiziert wird, nicht? Und daher auch angeblich erstmals das Primat der individuellen Freiheit entsteht. Das ist also vorherrschend dann im 17., 18., 19. Jahrhundert, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dann setzt dann irgendwann mal die Postmoderne ein. Das ist dann die Postmoderne ist dann das enttäuschte Kind der Aufklärung, die schaut um sich herum und sieht, was halt eben passiert ist im 20. Jahrhundert. Man sieht dann, die individuelle Freiheit ist da vielleicht auch nicht so toll, nicht? Die hat uns ja diese ganzen verrückten Theorien gebracht. Die hat dann zum Faschismus geführt, zu verschiedenen Totalitarismen, die hat zu Wirtschaftskrisen geführt. Also individuelle Freiheit, wie es in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts gepredigt wurde, das ist vielleicht doch nicht so eine tolle Sache. Und die Postmoderne ist auch enttäuscht von der Vernunft, nicht? Sie knüpft also hier in gewisser Weise an David Hume an, der im 18. Jahrhundert dann auch die Vernunft als die Hure der Leidenschaften bezeichnet hatte. Für die postmodernen Philosophen ist die Vernunft ein lediglich kulturelles Konstrukt. Also das ist eigentlich etwas, was wir auch nur erfinden. Und jetzt in der neueren Zeit, in den letzten 20, 30 Jahren, wurde sie zum Teil auch als Herrschaftsmittel geradezu verurteilt. Nicht? Also Vernunft ist letzten Endes dient dazu, nur andere Menschen zu unterdrücken. Das macht die Leute ungleich. Letztes Jahr ging durch die Presse ein Bericht über eine amerikanische Mathematiklehrerin, die also Mathematik als Unterdrückungsinstrument der alten weißen Männer dargestellt hat. Nicht? Also das sozusagen Mathematik sollte nicht gelehrt werden, weil es einfach nur Ungleichheit und Unterdrückung verlängert. Das ist also, ich meine, so die Theorie, die üblicherweise halt eben vorgesetzt wird, zur Erklärung kulturellen, des wirtschaftlichen Aufschwungs, der also stattgefunden hat in den letzten 500 Jahren. Der Aufklärung zufolge ist es also entstanden durch das Primat der Vernunft und das Primat der individuellen Freiheit, die aber nur durch die Abwendung vom katholischen Glauben entstand. Und dann die Postmoderne, die sagt uns, na, das ist aber letzten Endes eine Geschichte der Unterdrückung. Das ist der Westen macht sich reich, aber eben indem er andere beraubt und letztendlich auch auf Kosten anderer Menschen. Diese Auffassung kann ich mich halt eben nicht anschließen, denn es war mir halt eben bekannt, dass natürlich auch die Vernunft immer schon auch im katholischen Denken nicht ein Primat innehatte. Nicht? Also in der traditionellen Tugendlehre ist die Prudentia, also die umsichtige und voraussichtige Klugheit ist die erste aller Tugenden. Nicht? Wichtiger als Gerechtigkeit, wichtiger als Maß und Mitte, wichtiger als Tapferkeit. Nicht? Vernunft ist halt immer schon im Primat gehabt. Aber natürlich war es immer eine bedingte Vernunft, die auf dem Glauben auch gründete. Nicht? Beim Heiligen Augustin finden wir diese Formel nicht. Ich glaube, sodass ich besser verstehe und versuche zu verstehen, sodass ich besser glauben möge. Nicht? Credo und Intelligam, Intelligo und Credam. Naja, daher eben meine Schlussfolgerung, nicht der materielle Fortschritt der Menschheit entspringt einer ganz anderen Wurzel als der Säkularisierung und der Abwendung vom christlichen Glauben. Er entspricht dem christlichen Glauben letztendlich selber. Nicht? Entspricht der insbesondere der zentralen Stellung, die im christlichen Glauben halt eben die opfervolle Liebe spielt. Nicht? Daraus entspringt halt eben ein opfervolles Verhältnis zu anderen Menschen. Es entspringt halt Liebe zu Dingen, mit denen man eigentlich kein Geld verdienen kann. Wahrheit, Gerechtigkeit, Tugend und so weiter. Daraus entspringen dann eben verschiedene kulturelle Früchte, eine Kultur der materiellen Vorleistung,
und eine Kultur des ständigen Ruderns gegen den interventionistischen Strom. Nicht? Also der Christ kann mit dem interventionistischen Staat umgehen, weil er letzten Endes bereit ist, die Verluste zu tragen, die Verluste auf die eigene Kappe zu nehmen, die durch den interventionistischen Staat für alle Menschen, auch für ihn selber, erzeugt werden. Der deutsche Jurist Böckenförder hat vor etwas mehr als 50 Jahren, Ende der 60er Jahre, hat einen berühmten Satz ausgesprochen, sagt er mal, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. In diesem Satz ist ein ganz wichtiger Gedanke ausgesprochen, dass halt eben der Staat ist nicht selber Ordnung schaffen, sondern er lebt halt letzten Endes von der Ordnung, die aus ganz anderen Quellen entspringt. Also ich würde den Satz verschärfen. Ich würde sagen, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt parasitisch von Voraussetzungen, die er selber letztlich zerstört. Nur durch das Gegenrudern ganz normaler Menschen, die ganz ohne politische Ambitionen durch persönliche Anstrengungen im Verein mit anderen oder auch alleine ihre Lebensprobleme lösen und ihre Aufgaben bewältigen und ihre Vorhaben verfolgen, nur dadurch wird die Gesellschaft erhalten und entwickelt. Die Interventionen des Staates tragen dazu nichts bei, sondern ganz im Gegenteil, sie zerstören die Ordnung, die eigentlich aus dem christlichen Glauben, oder selbst wenn da vielleicht kein christlicher Glaube ist, auf jeden Fall durch die opfervolle Liebe zu anderen Menschen und zu Tugenden entsteht. Ja, und so gelangte ich halt eben zur Liebe des christlichen Glaubens. Nicht? Das ist ein Weg, der mich zu ihm führte durch die Liebe zu den weltlichen Dingen eigentlich, die ihm entspringen, nicht? Die, was sind diese, die Freiheitsliebe an sich selber, nicht? Materieller Fortschritt, das Abendland, nicht? Die Kultur, in die ich hineingeboren bin, das sind alles Dinge, die ich liebe. Und indem ich mich halt eben fragte, was sind die Ursprünge, was sind die Voraussetzungen, was sind die Gründe, was sind die Quellen, aus denen diese liebenswerten Dinge entspringen, kam ich zu der Auffassung, dass es letzten Endes der christliche Glaube ist, der hier die wichtigste Wurzel ist. Nicht? Aber die Liebe des christlichen Glaubens ist natürlich nicht schon Gottes Liebe, nicht? Das ist noch ein anderer Schritt. Also es reicht nicht, aber man kann es halt eben erkennen, nicht? Dass die eigentliche Quelle ist, auch wenn man selber nicht gläubig ist. Das war zum Beispiel der Fall von Ralf Reiko, den ich in den 90er Jahren sehr gut kennenlernte. Und wir sind auch Freunde geblieben bis zu seinem Tod 2016. Ralf Reiko selber kam zu dieser Einsicht, nicht? Aber er konnte nicht glauben, nicht? Er war kein Christ, weil er nicht weder an Gott glauben konnte, noch an die Gottessohnschaft von Jesus Christus. Nicht? Das ist halt eben ein letzter Schritt, und den man wahrscheinlich auch nicht aus eigener Kraft machen kann. Nicht, das ist halt, zu Recht spricht man hier von der Gnade des Glaubens. Okay, ich lasse einfach mal hier. Ich habe länger gesprochen, als ich schon sprechen wollte. Und ja, freue mich auf Ihre Fragen. Ja, lieber Professor Jörg Guido-Hülsmann, herzlichen Dank für Ihren gelungenen und sehr spannenden Vortrag. Das ist sehr umfangreich gewesen, sehr stark in viele theoretische, philosophische, juristische, ökonomische Punkte hineingegangen, wird es sicher eine große Anzahl an Fragen geben. Ganz kurz wollte ich zum Naturrecht sagen, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Das haben wir auch beim Hai-Club schon öfter diskutiert und behandelt. Die Naturrechtsfrage versus des Rechtspositivismus. Allerdings habe ich auch einmal einen Vortrag von Hermann Hoppe gehört, der gesagt hat, Naturrecht sollte logisch ableitbar sein und ist nicht unbedingt religiös gebunden, aber da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Beim Hai-Club Salzburg insbesondere hatten wir mal einen Professor Josef Spindelböck, der Rektor der katholischen Hochschule St. Pölten ist, und der ist insbesondere auf das Thema Naturrecht in der katholischen Soziallehre eingegangen. Ist auch nachlesbar in unserer Publikation vom Hai-Club, möchte ich jetzt nicht wiederholen. Lieber Professor Jörg Guido-Hülsmann, herzlichen Dank für Ihren Vortrag.
Schön, dass Sie sozusagen online beim Haie Club Salzburg waren. Ursprünglich war es ja geplant, dass wir uns persönlich in Salzburg treffen. Da hatten wir noch das Datum 4. März. Das ist sich leider nicht ausgegangen. Zumindest haben wir es nun online geschafft. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Gerne.